Herzlich willkommen zum heutigen Webinar aus der Webinarreihe Kleben aber sicher. Wir sehen gerade so ein bisschen die Teilnehmerzahlen, es trudeln noch einige ein. Das heißt, ich würde mit dem anfangs allgemeinen Teil ein bisschen beginnen. Mein Name ist Kai Brune. Ich begrüße Sie wie oft oder immer zum heutigen Webinar im Namen des Fraunhofer IFAMs. In der Webinarreihe Kleben aber sicher kommen wir heute zum dritten Webinar zum Thema Oberflächenvorbehandlung und prozessintegrierte Qualitätssicherung. Wir versuchen ja im Rahmen dieser Webinare die Prozesskette abzubilden, einzelne Schritte dort herauszunehmen und Ihnen die aus unserer Sicht hier darzustellen. Ganz allgemein wieder, Sie sind auf stumm geschaltet, Ihre Webcam wird auch nicht übertragen. Das heißt, Sie sehen uns, Sie sehen die Präsentation und haben die Möglichkeit, die Fragen wieder über das Dashboard hier in schriftlicher Form zu stellen. Das heißt, über den Punkt Fragen können Sie diese Fragen schicken. Ich werde die gleich sammeln und dann, so wie gewohnt, am Ende eben den beiden Vortragenden dann stellen. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, das Webinar wird aufgezeichnet und hinterher wieder als Aufzeichnung auf der Seite www.sicher-kleben.de. Ich denke, zum Ende der Woche dann zum nochmal Ansehen bereitgestellt. Weiterer Hinweis zum vierten Webinar noch in diesem Jahr am 27. November von 14 bis 15 Uhr. Das Thema Fertigungstechnik von Mikroprozessen bis zu Großstrukturen von der Frau Paul und dem Herrn Römer. So viel von meiner Seite. Ich würde jetzt übergeben an die beiden Vortragenden. Wir haben heute zwei Vortragende, sowohl den Herrn Ide als den heutigen Experten hier zum Thema Oberflächenvorbehandlung und die Frau Schlag, die sehen Sie schon auf meiner Seite, als Expertin für die prozessintegrierte Qualitätssicherung. Ich werde mit dem Herrn Ide jetzt eben einmal ein bisschen das Stühlerücken hier machen und dann werden die beiden loslegen und Ihnen ein bisschen was zur heutigen thematischen Fragestellung erzählen. Soweit von meiner Seite. Bis später. So, schönen guten Tag und ebenfalls herzlich willkommen. Was haben wir heute mit Ihnen vor? Wir wollen uns anschauen, warum wir überhaupt Oberflächenvorbehandlung machen sollten und machen wollen und wie wir Inline-Vorbehandlung mit prozessbegleitender Qualitätssicherung kombinieren. Dazu schauen wir uns verschiedene Beispiele aus der Vorbehandlung eben an. Und schauen uns auch an, wie die kombiniert werden können mit einer Qualitätssicherung und welche Vorteile für den Kunden, für den Endanwender eben daraus generiert werden können. Die Herausforderung ist das Substrat. Man geht immer davon aus, dass man auf einer Oberfläche klebt. Diese Oberfläche entspricht aber wirklich nicht dem Substrat, das Sie eigentlich erwarten. Es ist eigentlich immer kontaminiert. Wenn Sie Metalle haben, haben Sie immer Produktionsrückstände oder eben auch Deformation auf der Oberfläche. Wir haben dort im Prinzip gewalzte Oberflächen, wo wir Riefenstrukturen haben. Wir haben gegossene Oberflächen mit einer Gusshaut, extrudierte Profile, die alle deutlichst von den Balkeigenschaften eben abweichen. Weiterhin haben Sie dort Kontamination auf der Oberfläche. Das sind Kontamination aus den Umformprozessen, Öle von den Trennprozessen, von Bohren und Konservierungsprozessen. Und wir haben auch zu kämpfen mit instabilen Oberflächen mit instabilen Oxiden, wie sie zum Beispiel auch beim Kupfer vorliegen. Wenn Sie Kupferoxide haben, werden die ab 30 Nanometer mechanisch so schwach, dass sie im Prinzip kohäsiv versagen. Das heißt, wir haben eine Oberfläche, die weit davon abweicht, was eigentlich das Grundsubstrat leisten kann. Und wir müssen die Oberfläche so gestalten, dass eine Klebung auch langzeitstabil eben erzeugt werden kann. Dazu brauchen wir Reinigung, den Abtrag von Kontamination, aber im Prinzip auch sehr häufig eine Strukturierung der Oberfläche durch einen Strahlprozess, durch einen Ätzprozess zum Beispiel. Und wir wollen uns dann auch damit befassen, wie wir Oberflächen passivieren können, wie wir sie langzeitstabil gegen Korrosion schützen können und eine Haftvermittlung für die Klebung erreichen können, die uns auch eine, sag ich mal, Stabilität der Verbindung nach Jahren eben ermöglicht, denn so lange brauchen die Endanwender im Prinzip ihre Produkte auch. Wenn wir uns Polymere angucken, ist das Problem ähnlich. Polymere werden häufig in Formen, in Spritzgussformen, in Kavitäten eben hergestellt. Das ist so ähnlich wie beim Kuchenbacken. Damit Sie das Bauteil gut wieder rauskriegen, werden interne oder externe Trennmittel eingesetzt. Und diese Trennmittel sind der natürliche Feind der Adhäsion. Das heißt, wir haben zum Beispiel fluorbasierte Trennfolien für Großbauteile, auf die wir später eingehen werden. Wir haben wachsbasierte Trennmittel auf den Oberflächen und siliziumorganische Trennmittel. Und
Bedauerlicherweise verbleiben diese Trennmittel nicht gesichert auf der Form, die wir dort eben haben, sondern sie werden übertragen auf unser Bauteil. Das kann ein normales Polymer sein, aber eben auch ein CFK, ein Kohlefaserverbundwerkstoff. Und dieser Übertrag erfolgt allgemein undefiniert. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass wir auf der Oberfläche, die wir kleben wollen, Kontamination haben. Wir müssen davon ausgehen, dass wir dort Variationen in der Kontamination haben, von der Menge her, auch vom Ort. Das heißt, wir können saubere Oberflächen direkt neben stark kontaminierten Flächen eben auch haben. Diese Variation der Trennmittelkontaminierung zum Beispiel ist fertigungsbedingt. Es gibt Applikationsprozesse, die relativ gesichert ablaufen, aber es gibt auch Fertigungsverfahren, wo Trennmittel sehr großzügig eingesetzt werden und teilweise auch ohne das Wissen des Endanwenders. Dass Bauteile oder gerade bei Druckgussformen zum Beispiel sehr unregelmäßig eingesprüht werden, eben nach Bedarf. Bloß dieser Einsatz von den Trennmitteln wird häufig nicht an den Endanwender kommuniziert und das bedeutet ein sehr hohes Risiko der variierenden Kontamination für die Klebung. Wir suchen Lösungsmöglichkeiten. Das heißt, wir müssen uns entweder mit der qualitätsgesicherten Trennmittelapplikation oder eben auch Einsatz von Ölen in der Fertigung eben beschäftigen. Wichtig ist dabei, einen automatisierten Vorbehandlungsprozess zu finden, der in Kombination mit einer prozessbegleitenden Qualitätssicherung flexibel und bedarfsgerecht auf das reagieren kann, was wir auf der Oberfläche vorfinden und uns die Oberfläche generiert und sichert, die wir für die Klebung benötigen. Das heißt, wir brauchen Methoden zu erkennen, wie sauber ist unsere Oberfläche, wie sauber ist sie vor dem Prozess, wie sauber ist sie nach unserem Vorbehandlungsprozess und wie können wir diese Sicherheit liefern in einer Prozessumgebung. Und dazu wird meine Kollegin Frau Schlag weiter Stellung nehmen. Genau an diesem Punkt kommt die prozessbegleitende Qualitätssicherung zum Einsatz. Nochmal kurz, um einmal auszuholen. Das grundsätzliche Problem ist das, dass das Kleben ein spezieller Prozess ist. Das bedeutet, dass das Ergebnis der geklebte Verbindung nicht zu 100% zerstörungsfrei geprüft werden kann. Um zu schauen, ob die Klebung intakt ist, müssen wir das Produkt zerstören. Damit haben sich auch Normen beschäftigt und die besagen, dass wir spezielle Prozesse absichern müssen. Und das kann gelingen, zum Beispiel über prozessbegleitende Qualitätssicherung. Diese Qualitätssicherung kann an unterschiedlichen Punkten der Fertigungskette eingesetzt werden, zum Beispiel beim Wareneingang. Wenn wir kontrollieren, wie stark die Ölbelegung auf Metallen ist, zum Beispiel, können wir wichtige Informationen über notwendige Vorbehandlungsparameter erhalten. Dann während oder direkt nach der Oberflächenvorbehandlung können wir eine Erfolgskontrolle der Oberflächenvorbehandlung durchführen und können gegebenenfalls direkt Nachbearbeitung in Auftrag geben. Dann eine weitere Möglichkeit ist, wenn das Bauteil nicht direkt bei dem Produzenten, sondern bei einem weiteren Anwender verklebt werden soll, können wir vor der Weiterverarbeitung oder beim Warenausgang eine Qualitätssicherung durchführen. Dort können wir dann nochmals den Reinigungserfolg kontrollieren oder eine Aktivierung kontrollieren, zum Beispiel bei einer Plasmavorbehandlung, wo dieser Aktivierungseffekt ja auch nicht ewig anhält. Grundsätzlich sind für die prozessbegleitenden Qualitätssicherungsmaßnahmen Inline-Verfahren notwendig und die grenzen sich ganz klar von den sogenannten Referenzverfahren ab. Referenzverfahren sind meist allseits bekannt. Das sind laborbasierte Verfahren, wie zum Beispiel die XPS-Spektroskopie. Diese Verfahren sind zeitaufwendig und teuer. Wir können nur begrenzte Geometrien messen, da es sich häufig um Hochvakuumprozesse handelt. Das bedeutet, wie es links und rechts von der gemessenen Oberfläche aussieht, weiß ich überhaupt nicht. Wir bekommen also nur eine sehr punktuelle Information und die Verfahren sind nicht automatisierbar. Sie bergen aber den riesigen Vorteil, dass wir einen sehr hohen Informationsgehalt generieren können. Wir können zum Beispiel genau die chemische Zusammensetzung einer Oberfläche aufklären und wissen genau, wo das Problem liegt, warum dieses Produkt nicht gut klebt oder die Adhäsion schlecht ist. Im Gegensatz dazu dann die Inline-Methoden, die wir für die prozessbegleitende Qualitätssicherung einsetzen. Dort haben wir einen stark reduzierten Zeit- und Kostenaufwand. Es ist aber, bevor wir diese Methoden anwenden können, ein Abgleich mit den Referenzverfahren über eine Vorabkalibrierung notwendig. Wenn das geschehen ist, gelingt die Bewertung der Oberflächen anhand ausgesuchter und sehr einfacher Messsignale und wir können sehr große Messflächen realisieren. An diese inline-fähigen Messverfahren gibt es ein paar grundsätzliche Anforderungen. Nicht jedes Messverfahren eignet sich dafür. Zum einen brauchen wir eine ausreichende Nachweisempfindlichkeit für die gegebene Messaufgabe. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich und leider sind keine pauschalen Aussagen vorab möglich.
dann muss eine grundsätzliche Inline-Fähigkeit gegeben sein. Das heißt, die Methode muss automatisierbar sein. Wir brauchen kurze Messzeiten, die sich in Produktionsprozesse eintakten lassen. Und der Aufbau der Messmethode muss relativ kompakt und robust sein. Dann ist wichtig, dass durch die Messung keine negative Beeinflussung der Oberflächeneigenschaften stattfindet. Beispielsweise, wenn ich ein Verfahren verwende, wobei es zu großen Hitzeeinwirkungen auf meinen Bauteil kommt, kann es sein, dass die Oberfläche zerstört wird. Solche Methoden sind grundsätzlich ungeeignet und wir dürfen keine Kontamination verschleppen. Das bedeutet, wenn ich ein Bauteil messe, welches kontaminiert ist und mit demselben Messverfahren berührend auf ein eigentlich sauberes Bauteil gehe, habe ich das kontaminiert. Und das ist der Grund, warum wir auf berührungslose Messverfahren zurückgreifen. Wenn man nun also ein gegebenes Messproblem hat und eine geeignete inline-fähige Messmethode auswählen möchte, kann man aus einem ganzen Potpourri an Messmethoden, hier rechts einmal dargestellt, sich etwas aussuchen. Und für eine Vorauswahl ist es immer clever, eine Referenzcharakterisierung der Oberflächen vorzunehmen, also anzuschauen, wie sieht eine saubere, wie sieht eine kontaminierte Oberfläche im konkreten Fall aus und sich sozusagen anzuschauen, was das Qualitätskriterium ist. Das kann sein, dass die Oberflächen sich in ihren chemischen Eigenschaften unterscheiden oder im Benetzungsverhalten oder dass die topografischen oder visuellen Oberflächeneigenschaften ausschlaggebend sind. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel man mit einer Schichtdickenmessung zum Erfolg kommt. Und je nach Qualitätskriterium kann man sich überlegen, welche inline-fähige Messmethode potenziell zum Einsatz kommen kann. Dann wählt man eine gewisse Anzahl an Messmethoden aus und muss letztendlich immer empirische Versuche durchführen, um zu evaluieren, welche Messmethode tatsächlich zum Erfolg führen kann. Ich habe für den Verlauf des Webinars 3 Messmethoden mitgebracht. Einmal die Aerosolbenetzungsprüfung, die Streulichtmesstechnik und die laserinduzierte Plasmaspektroskopie und werde die im Verlauf des Webinars an den Stellen vorstellen, wo sie halt zu den Oberflächenvorbehandlungsmethoden und dem konkreten Beispiel von Herrn Ide passen. Zu den Oberflächenvorbehandlungsmethoden. Wir suchen ja inline-fähige Methoden. Es gibt ja wirklich viele Prozesse im nasschemischen Bereich, auf die wir heute nicht eingehen wollen, weil Kleben sehr oft bedeutet, dass wir eine lokale Vorbehandlung benötigen für eine Klebfuge. Und dort befassen wir uns heute mit der Atmosphärendruckplasmatechnik, mit Plasmadüsen. Wir befassen uns insbesondere mit der Laservorbehandlung von Oberflächen mit UV- und Infrarotlasern und wir gucken uns das Vakuum-Saugstrahlen an, das für einige von Ihnen vielleicht sogar neu ist, und das CO2-Schneestrahlen. Diese Methoden haben wir bei uns im Hause. Wir arbeiten auch mit Dioptrismatechnik, VUV-Lampen, die Sie zum Beispiel hier sehen, dass man quasi mit einer, ich will jetzt sagen Neon, das ist eine Xenonröhre, Oberflächen einfach mit Photonen bestrahlen kann. Das wollen wir heute nicht behandeln. Und wir gehen heute auch nicht auf die Beflammung ein. Aber diese 4 Methoden, die wir dort dargestellt haben, die gucken wir uns gleich mal im Detail an. Was sind das für Methoden? Was bedeuten die Methoden für die Oberfläche? Und ganz wichtig auch, was haben diese Methoden auch für Grenzen in der Vorbehandlung von Oberflächen? Ein Plasma, kann man immer sagen, ist der 4. Aggregatzustand. Wenn Sie einen Eiswürfel warm machen, kriegen Sie Wasser. Wenn Sie Wasser warm machen, kriegen Sie Wasserdampf. Wenn Sie durch elektrische Felder, das sind Wechselfelder, Gleichspannungsfelder, noch mehr Energie in ein Gas reinstecken, dann können Sie das aufbrechen, Sie können es ionisieren, Sie können Molekülfragmente bilden, das sind ja zum Beispiel Sauerstoffradikale oder Stickstoffradikale, die dann den Wunsch haben, sich wieder zu rekombinieren oder mit einer Oberfläche zu reagieren. Sie können also ein Plasma erzeugen, indem Sie eine einfache elektrische Entladung verwenden. Das einfachste Plasma, das wir so kennen, ist ein Blitz, der irgendwo einschlägt, das ist ein Atmosphärendruckplasma und wir erzeugen diese Plasmen eben durch elektrische Wechselfelder, zum Beispiel in Düsen. Wenn man in so einem Gas, aus dem man das Plasma erzeugt, zum Beispiel Sauerstoffmoleküle hat, dann bilden sich aus den Sauerstoffmolekülen so angeregte Spezies, die können Ionen bilden und ganz wichtig, sie brechen die Sauerstoffmoleküle auf und bilden dann sogenannte Sauerstoffradikale. Wenn diese Sauerstoffradikale auf eine organische Kontamination auf einer Oberfläche treffen oder eine fluororganische Kontamination, so bilden sie mit der Kontamination Reaktionsprodukte CO, CO2 und Wasser, die dann flüchtig sind. Das heißt, sie können organische Kontamination mit dem Plasma von Oberflächen abtragen und dort Oberflächen sauber machen. Aber es ist eine Fein- und Feinstreinigung. Wir reden hier nicht von dick abwischbaren Ölfilmen, sondern eher von dünneren Kontaminationen. Siliziumorganische Kontaminationen, auf die wir heute auch eingehen wollen, sind da eine Besonderheit, weil wenn dort im Prinzip das Plasma mit Sauerstoffradikalen ankommt, so können sie siliziumorganischen Kontaminationen zwar verändern, aber Sie können sie nicht abtragen, weil Silizium mit Sauerstoff einfach keine flüchtigen Produkte bildet. Sie ändern eine siliziumorganische Kontamination, ein Trennmittel, in eine siliziumoxidische Restbestand eben
Und der wird dann vernetzt und bleibt auf der Oberfläche. Das heißt, Plasma kann nicht alles entfernen. Plasma kann keine anorganischen Kontaminationen entfernen. Und siliziumorganische Kontaminationen werden mit normalen Druckluftplasmen einfach konvertiert. Es gibt Tricks, das zu machen, indem man zum Beispiel Fluor in das Gas einführt, aber das ist für die meisten Fertigungsumgebungen absolut ungeeignet. Was wir mit dem Plasma erreichen wollen, ist eine Veränderung der Benetzungseigenschaften von Oberflächen. Wir wollen die Oberflächen aktivieren. Das heißt, wir wollen in den ersten paar Nanometern Sauerstoff reagieren lassen mit unserem Polymer dort, wollen dort hydrophile Gruppen erreichen, also Oberflächen, die dann besser benetzbar sind, sodass Klebstoffe besser anbinden können. Wir können auch stickstoffhaltige Gruppen mit dem Plasma eben erzeugen. Wir müssen eben gucken, was unser Klebstoff benötigt, was unsere Oberfläche an Funktionen ermöglicht. Und das können wir mit dem Atmosphärendruckplasma dort eben erreichen auf den Oberflächen. Ziel ist immer, eine bessere Benetzung zu erreichen, eine bessere Adhäsion zu erzielen. Und dafür sind Polymere immer sehr schöne Werkstoffe. Hier sehen wir mal ein Beispiel aus einer Fertigung, wo Sie im Prinzip mit einem Atmosphärendruckplasma-Jet eine Klebfuge vorbehandeln und direkt danach die Polypropylen-Oberfläche mit dem Klebstoff versehen und dort eine sehr schöne Klebung eben erzeugen. Sie sehen, wie gut sozusagen diese Atmosphärendruckplasma-Technikdüsen mit einer Klebung direkt kombiniert werden können. Das ist die eigentliche Stärke dieser Methode, dass Sie hier auch mit sehr, sehr kurzen Taktzeiten direkt vor einer Verklebung arbeiten können und dort im Prinzip die Benetzbarkeit und Klebbarkeit des Polymers verbessern. Wenn wir von fluororganischen Kontaminationen ausgehen, wie sie uns sehr häufig im Bereich von Faserverbundwerkstoffen begegnen, so können wir mit dem Atmosphärendruckplasma diese fluororganischen Kontaminationen auch entfernen. Hier sehen Sie ein XPS-Ergebnis, das ist Röntgen-Fotoelektronenspektroskopie. Sie gucken da auf die ersten paar Nanometer einer Oberfläche und dort findet Adhäsion statt und dort verliert auch Adhäsion, wenn wir dort Kontamination haben auf wenigen Nanometern. Was Sie dort eben sehen, ist, dass Sie ohne die Vorbehandlung nach einer Entfernung einer fluorbasierten Trennfolie ein sehr hohes Fluorsignal haben von ca. 27 Atomprozent, dass Sie mit dem Atmosphärendruckplasma mit steigender Intensität dieses Fluorsignal komplett entfernen können. Aber was Sie mit dem Plasma auf der Oberfläche erreichen, hängt von der Intensität des Plasmaprozesses ab, dass Sie von einer stark kontaminierten Oberfläche mit Fluor zu einer ganz sauberen Oberfläche kommen. Was das für die Oberfläche bedeutet, wie wir das inline-technisch analysieren können, weil ein XPS werden Sie nicht in Ihrer Fertigung integrieren können, das hören Sie jetzt. Genau, erstmal grundsätzlich zur Benetzungsprüfung großer Flächen. Im Luftfahrtbereich ist es Standard, den sogenannten Waterbreak-Test durchzuführen. Dabei wird das gesamte Bauteil in ein Wasserbecken hineingetaucht, wieder herausgezogen und der Werker schaut sich dann dieses Bauteil an und beurteilt das Ablaufverhalten des Wassers. Hier rechts sieht man mal eine angeschliffene CFK-Oberfläche, die ist sauber. Das Wasser bildet einen geschlossenen Film, die Oberfläche ist sehr gut benetzbar. Im Vergleich dazu hier linksseitig haben wir eine verunreinigte CFK-Oberfläche und man sieht, wie das Wasser abperlt. Diese Methode birgt einige Nachteile. Also zum einen ist es eine manuelle durchgeführte Methode. Wir haben eine subjektive Beurteilung der Oberflächenqualität und wir haben grundsätzliche Probleme mit dieser Methode bei rauen Oberflächen, weil auch die Rauheit das Ablaufverhalten beeinflusst, unabhängig von einer möglicherweise vorhandenen Kontamination. Dann ist anschließend eine Rücktrocknung des gesamten Bauteils erforderlich. Man hat es schließlich komplett in ein Wasserbecken getaucht und teilweise müssen auch die Oberflächen anschließend noch einmal nachgereinigt werden. Diese ganzen Nachteile kann man umgehen, ich stoppe das kurz, mit der Aerosolbenetzungsprüfung. Das grundsätzliche Funktionsprinzip ist folgendes: Es wird ein feines Wassererosol auf die Oberfläche aufgesprüht und je nach Benetzbarkeit der Oberfläche bilden sich entweder große oder kleine Tröpfchen auf der Oberfläche. Dieses sich bildende Tröpfchenbild wird dann mit einer Kamera aufgenommen und mittels einer Software ausgewertet. In diesem kurzen Video kann man kurz sehen, wenn Tröpfchen derselben Volumina auf einer schlecht benetzbaren Oberfläche appliziert werden, ziehen sie sich zusammen, es bilden sich, wenn man von oben schaut, kleine Tröpfchen. Dieselben Tropfenvolumina auf einer gut benetzbaren Oberfläche bilden vergleichsweise große Tröpfchen. Hier nochmal das Grundprinzip, das Wassererosol wird auf die Probe aufgesprüht. Und hier sehen wir mal eine Oberfläche, die halbseitig, nämlich hier rechts, vorbehandelt wurde. Dort bilden sich vergleichsweise große Tröpfchen aus. Und auf der schlecht benetzbaren, ungereinigten Oberfläche bilden sich kleine Tröpfchen aus. Und das ist das Grundprinzip, was sich die Aerosolbenetzungsprüfung als Grundlage zu Rate zieht.
Hier sehen wir, dass die Aerosolbenetzungsprüfung mittlerweile robotergeführt und vollautomatisierbar verfügbar ist. Hier ist der Prüfkopf an einem Roboter integriert und man kann hier sehen, wie der Sprühnebel auf für so ein Stringer-Element aus der Luftfahrt aufgetragen wird. Dahinter befindet sich eine Zeilenkamera, welche das Tröpfchenbild aufnimmt und anschließend kann das entstehende Tröpfchenbild ausgewertet werden. Hier zum konkreten Anwendungsbeispiel. Hier geht es wieder um das CFK, was gegen eine Trennfolie entformt wurde und Trennfolienrückstände auf der Oberfläche aufweist. Hier wird einmal das unbehandelte Bauteil gezeigt und hier wieder die drei intensiver werdenden Plasmaparameter. Und man sieht, dass mit zunehmender Intensität der Plasmavorbehandlung das Fluor, der von der Oberfläche entfernt wurde. Gleichzeitig sieht man den Aktivierungseffekt der Plasmavorbehandlung, indem man sieht, dass der Sauerstoffgehalt in der Oberfläche zunimmt. Es wurden G1C-Prüfungen durchgeführt und man sieht, dass auch die Bindungsenergie zunimmt mit zunehmend starker Plasmavorbehandlung. Das hier sind jetzt Werte aus dem XPS, dass man die Abnahme des Fluoranteils und den Anstieg des Sauerstoffs sieht. Und wenn man das Ganze prozessintegriert machen möchte, dann kann man das Gleiche auch mit dem Aerosolbenetzungstest machen. Das bedeutet, an den gleichen Proben wurde die Aerosolbenetzungsprüfung durchgeführt und man konnte schön zeigen, hier wurde die mittlere Tropfengröße der sich bildenden Tröpfchen ausgewertet, das mit zunehmendem, ist meine Maus, da mit zunehmendem mittleren Tropfen, mit der zunehmenden mittleren Tropfengröße auch die G1C-Werte anstiegen. Wir also eine gute Korrelation mit den G1C-Werten haben und die Aerosolbenetzungsprüfung durchaus geeignet ist, an dieser Stelle eine prozessbegleitende Qualitätssicherung durchzuführen. Ja. Danke. Was wir vorhin schon gelernt haben, ist, dass wir mit Atmosphärendruckplasmen und mit Plasmen Probleme haben, siliziumorganische Trennmittel zu entfernen. Was wir damit tun, ist, auch hier wieder im XPS-Signal, wir können die Konzentration von Siliziumorganik auf den Oberflächen mit Atmosphärendruckplasmen nicht reduzieren, jedenfalls nicht signifikant reduzieren. Was wir aber tun, ist, wir wandeln eine Siliziumorganik in eine Anorganik um. Das kann bei sehr dünnen Kontaminationslagen positiv sein, dass wir dort im Prinzip die Rückstände sozusagen eliminieren und unkritisch machen. Bei dickeren Lagen, die wir aber hier oben dargestellt haben, kann es passieren, dass dann das Adhäsionsversagen nach Feuchtigkeitsauslagerung eintritt, weil wir dort Hydrolyseinstabilitäten bilden an der Oberfläche. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die Oberflächen also vielleicht vorreinigen können vor dem Plasmaprozess und dort bieten sich CO2-Schneestrahltechniken an. CO2-Schneestrahlen ist eigentlich auch recht simpel. Wir haben ein flüssiges CO2 in einer Druckflasche oder einem Tank und wenn wir das schlagartig entspannen, dann kühlt ein Gas einfach ab. Das heißt, wenn wir ein Gas aus der Flasche lassen, wird es erstmal kalt. Und wenn wir das in einer richtigen Art und Weise machen und mit Druckluft vermengen, so können wir aus dem flüssigen CO2 Schneekristallchen erzeugen. Diese Schneekristalle werden dann mit Druckluft auf die Oberfläche geblasen und sind dann wie ein Strahlmedium, das zwar auf die Oberfläche trifft, danach aber nicht die Oberfläche kontaminieren kann, weil es danach direkt wieder in die Gasphase übergeht. Die Mechanismen, die wir dort haben, sind insbesondere die thermische Wechselwirkung. Das Gas ist sehr, sehr kalt, die Partikel sind dann sehr, sehr kalt und machen eine kurzfristige thermische Versprödung der Kontamination, so eine Art Thermoschockeffekt, bei der sie die Kontamination schockfrosten und absprengen können. Wir haben eine geringe mechanische Wechselwirkung, weil Schneekristallchen jetzt nicht viel Impuls mitbringen können, weil sie sehr leicht sind. Und wir haben zusätzlich noch eine Art Sublimation, wo das feste CO2 an der Oberfläche direkt in die Gasphase übergeht und auch dort über den Expansionsdruck Kontamination von Oberflächen entfernt. Das ist eine schöne Methode, die sehr gut in Inline-Prozesse passt. Man kann sie robotergesteuert führen. Wir können lokal und auch großflächig arbeiten. Das ist auch als mobiles System denkbar. Wir müssen aufpassen, wir sind limitiert bei sehr komplexen Bauteilen, weil bei einem Strahlprozess muss das Strahlmedium ja auf die Oberfläche kommen. Und ganz wichtig ist, dass man berücksichtigt, dass diese Methode auch eine Lärmemission hat und eine CO2-Emission. Man muss die Nachteile einfach auch kennen, damit man weiß, wie man die Technik einordnen kann. Sie wird aber in der Automobilindustrie eingesetzt zur Reinigung von Kunststoffbauteilen bei vielen Automobilisten, weil man dort eben schonend Kunststoffoberflächen reinigen kann. Dass wir damit reinigen können, sehen wir hier noch einmal in dem Siliziumsignal in Atomprozent aus dem XPS. Wir haben hier die unbehandelten, trennmittelkontaminierten Oberflächen, wo wir sehen, dass wir nach CO2-Schneereinigung diese Signale signifikant senken können, je nachdem, wie vorher die Ausgangskontamination war, und dass wir durch die Plasmabehandlung zwar keine Senkung des Siliziumsignals mehr erreichen, aber wir konvertieren das hier dann nochmal von den organischen Resten hin zu anorganischen Resten,
die dann in dieser geringen Konzentration nicht mehr adhäsionsschädlich sind. Verglichen haben wir das auch wieder in Forschungsprojekten auf Kohlefaserverbundwerkstoffen, wo wir eben sehen, dass wir ohne eine Vorbehandlung jetzt hier in dem Fall mit den 8 Atomprozent gar keine Adhäsion haben. Wir haben einen Fügeteilversagen, das Bauteil fällt auseinander. Wenn wir das Ganze schleifen nach klassischen Methoden, dann ist Schleifen eine schöne Reinigungsmethode, jedoch ist Schleifen nicht schädigungsfrei. Auf Faserverbundwerkstoffen legen wir dann auch Kohlenstofffasern frei. Und wenn wir Kohlenstofffasern freilegen, dann kann bei hochfesten Klebungen der Bruch dann direkt in das Bauteil übertragen werden. Das heißt, was wir dann prüfen, ist nur noch die Laminatfestigkeit. Wir haben gar kein kohäsives Versagen im Klebstoff zu erreichen, sondern wir prüfen dann ein geschädigtes Substrat. Mit der Kombination von CO2, Schnee und Atmosphärenplasma erreichen wir aber deutlich höhere Werte, weil wir die Oberfläche eben nicht schädigen. Wir reinigen sie, wir aktivieren sie und können dort Festigkeiten erreichen, die deutlich über dem Referenzniveau einer Schleifung, eines geschliffenen Oberfläche liegen. Hier sehen wir mal so ein Musterbauteil. Das ist ein Bauteil aus dem A350-Programm von Airbus, wo wir im Prinzip mit CO2-Schnee die Bauteiloberfläche reinigen und im Prinzip dann nachgeschaltet mit einer Atmosphärendruckplasmadüse das Ganze aktivieren. Und wir können dort eben Kombinationen von einfachen Verbindungselementen, die wir dort eben aufbringen, Versteifungselementen, Haltern eben dann aufkleben. Das geht aber hin bis zu dem Ziel, dort strukturelle Klebungen von Faserverbundwerkstoffen zu ermöglichen, um einfach auf die Nietprozesse, Nietsetzen und Löcher bohren im CFK eben zu vermeiden. Diese Methoden sind sehr effizient und an diesen Methoden forschen wir auch weiter, um sie in der Faserverbundtechnologie weiter einzusetzen. Eine sehr viel einfachere Methode, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte, ist das Vakuumsaugstrahlen. Das Vakuumsaugstrahlen basiert auf einem ganz einfachen Prinzip. Sie haben einen Industriesauger. Wenn Sie zu Hause Ihren eigenen Staubsauger nehmen und zum Beispiel mal auf die Handfläche setzen, dann merken Sie, wie Sie dann Unterdruck erzeugen können. Das ist das Prinzip des Staubsaugers. Mit diesem Unterdruck können Sie dann Strahlmittel von oben in die Düse beschleunigen und direkt dann mit dem Staubsaugerprinzip wieder absaugen. Das heißt, Sie haben einen Strahlprozess, der das Strahlmittel und auch die abgetragenen Kontaminationen von der Oberfläche direkt wieder entfernt. Das ist recht smart und ist auch durch diese Einfachheit des technischen Verfahrens sehr attraktiv, wird auch schon im Automobilbau eben eingesetzt an einigen Stellen. Das heißt, Strahlen, ja, aber inline-fähiges Strahlen. Und diesen roten Balken habe ich kurzfristig eingefügt. Die lassen sich davon nicht irritieren, weil ich Ihnen nicht zeigen möchte, welches Substrat da gerade behandelt wird. Das ist ein laufendes Forschungsprojekt, wo wir neue Materialien mit starken Trennmittelkontaminationen eben haben. Sie sehen hier wieder Kopf. Oben kommt das Strahlmittel, von rechts und links die Absaugung über die Oberfläche fährt und sehen hier den gestrahlten Bereich und das Ganze ist erfolgt in Echtzeit. Das heißt, es ist ein recht zügiger Prozess, wo wir so im Bereich von bis zu 10 Metern die Minute mit einer Behandlungsbreite von 10 Zentimetern aktuell arbeiten und damit eben im Prinzip Faserverbundoberflächen strahlen, aber so strahlen, dass wir sie nicht schädigen. Das wollte ich jetzt nicht nochmal zeigen, sondern überleiten. Genau, passend zu dieser abrasiven Vorbehandlung kann zum Beispiel als Qualitätssicherung die Streulichtmesstechnik zum Einsatz kommen. Die Streulichtmesstechnik ist eine berührungslose, schnelle Methode, die sich insbesondere durch die robuste und kompakte Bauweise dieses Sensors auszeichnet. Wir bezeichnen es häufig als Cola-Dose, weil die Abmaße ungefähr hinkommen, ist also tatsächlich sehr klein. Das grundsätzliche Prinzip ist, dass mittels einer LED Licht auf eine Oberfläche gestrahlt wird und das rückgestreute Licht detektiert wird. Dieses rückgestreute Licht gibt Informationen über die Rauigkeit und auch über die Form der Oberfläche und ist halt, wie schon erwähnt, anwendbar, um zum Beispiel abrasive Vorbehandlung zu kontrollieren, weil dort halt die Oberflächenrauigkeit der Probe verändert wird durch die Art der Vorbehandlung. Hier habe ich mal das Beispiel, was Herr Ide eben vorgestellt hat, nochmal aufgegriffen. Hier im Hintergrund sehen Sie ein CFK-Bauteil, was mit unterschiedlich starken Vorbehandlungsparametern mittels Vakuum-Saugstrahlen vorbehandelt wurde. Und wir haben auf diesem Bauteil den Rauheitswert AQ mittels Streulichtmesstechnik bestimmt und einfach mal farblich hier drüber gelegt. Hier sehen wir einen Bereich, der IO ist, das heißt, die Vorbehandlungsintensität war ausreichend stark und ist zumindest hier in dem Bereich sehr homogen. Links daneben sehen wir mittig einen Bereich, wo die Vorbehandlungsintensität ausreichend war. Insgesamt ist das Vorbehandlungsbild aber inhomogen. Hier sehen wir einen Bereich, der insgesamt zu schwach vorbehandelt wurde und ganz rechts einen Bereich, der zu schwach und zusätzlich inhomogen vorbehandelt wurde. Wir haben mit dieser relativ einfachen Messtechnik, also eine Methode, mit der wir einerseits die Vorbehandlungsintensität, aber auch die Homogenität gut beurteilen können. Und die Methode ist direkt in die Fertigungslinie integrierbar, sodass eine Rückkopplung mit der Vorbehandlung ganz leicht möglich ist.
Dazu haben Herr Ide auch ein kleines Video mitgebracht. Genau, das ist ein Forschungsprojekt, wo wir im Bereich der Luft- und Windenergiebranche, Luftfahrt- und Windenergiebranche unterwegs sind, sehen hier im Prinzip, wie der Sensor die Oberfläche vor der Vorbehandlung misst. Wir haben einen 3D-Scanner, der uns die 3D-Geometrie erfasst. Und wir können dann die Oberfläche auch hier mit einer gekrümmten Dichtfläche vorbehandeln. Wir arbeiten aktuell auch an Methoden, dass wir die Dichtfläche dieses Vakuum-Saugstrahlkopfes adaptiv steuern. Das heißt, wir messen die 3D-Geometrie und unser 3D-Kopf passt sich automatisiert an die Form an, indem er mit kleinen Stellmotoren die Dichtung flexibel an die Oberfläche bringt. Das heißt, also, es ist eine Methode, die durchaus schon im Prinzip in der Fertigung angekommen ist. Es ist eine Methode, wo wir auch noch Entwicklungspotenzial haben und noch weiter forschen, aber aktuell sind wir da in vielen Forschungsprojekten unterwegs. Was bringt uns das Ganze? Hier, wie gesagt, der Vergleich zwischen einer reinen Lösemittelreinigung, einem Schleifen und dem Vakuum-Saugstrahlen, wieder auf Faserverbundwerkstoffen, auf CFK. Ich habe das jetzt mal hier in relativen Festigkeitswerten einer Klebung dargestellt. Wir sehen auch hier wieder, dass wir durch das Schleifen eine gute Steigerung gegenüber der reinen Lösemittelreinigung haben. Schleifen bedeutet hier Lösemittel reinigen, Schleifen, Lösemittel reinigen. Wir müssen die Schleifrückstände immer danach noch entfernen. Hier beim Vakuum-Saugstrahlen haben wir nur den Vakuum-Saugstrahlprozess ohne eine Nachreinigung durchgeführt. Und wir sehen auch hier, dass wir eine über 50% Steigerung der Festigkeit erreichen können, eben weil wir wiederum beim Schleifen durch die Applikation, eine manuelle Applikation, Fasern wieder leicht schädigen, an der Oberfläche freilegen und dort im Prinzip wieder der Bruch, der hochfeste Bruch in die Matrix, in die Fasermatrix eindringt, während wir beim Vakuum-Saugstrahlen so schonend arbeiten können, dass wir keine Fasern freilegen, beziehungsweise je nach Material eine Schädigung wirklich sehr, sehr minimal halten und dadurch eine reduzierte Schädigung haben und eine deutlich höhere Festigkeit mit nur einem 10%igen Laminatbruchanteil und 90% Versagen kohäsiv. So sollte eine Klebung sein, dass wir sie sozusagen an die Grenzen der Klebfestigkeit führen und nicht das Bauteil durch den Vorbehandlungsprozess beschädigen. Als letztes Thema möchte ich heute Ihnen nochmal den Laser vorstellen zur Vorbehandlung. Laser ist ja die Nutzung des kohärenten Lichts. Das heißt, wenn Sie eine Sonne haben, machen eine Lupe. Mit der Lupe können Sie zwar schöne Leistungsdichten erzeugen, bis das Papier dann vielleicht mal kokelt, aber mehr ist da auch nicht richtig drin. Mit dem Parabolspiegel können Sie Wasser erhitzen, das geht auch. Aber wenn Sie einen Laser nehmen, dann nutzen Sie zusammenschwingende Photonen und können damit Leistungsdichten erzeugen, die um viele, viele, viele Größenordnungen höher sind pro Quadratzentimeter. Wir können Laserstrahlen auf Oberflächen fokussieren und können dort eben Oberflächen lokal verdampfen. Wir können Beschichtung abtragen, Deckschichten, Schmutz verdampfen. Wir können Metalle auch umschmelzen, wenn wir wollen. Wir sind in der Lage, aber sehr kurze Pulse zu verwenden. Kurz heißt, das sind Nanosekundenpulse, die an der Oberfläche wechselwirken, aber nicht das Substratmaterial in der Tiefe schädigen. Das heißt, wir können dort Metalle vorbehandeln, ohne dass wir jetzt großartige Gefügeänderungen erreichen, wenn wir das Ganze richtig machen. Die Wechselwirkung der Laserstrahlung hängt massiv vom Grundmaterial ab. Das heißt, wie reagiert das Grundmaterial auf die Strahlung? Das ist ganz unterschiedlich. Die Absorption ist dabei wichtig. Und da hängt es auch davon ab, welchen Laser wir verwenden, welche Wellenlänge wir verwenden und wie dann diese Wellenlänge, diese Photonen dann mit dem Material wechselwirken. Was dabei passiert ist, dass der Laserpuls ganz kurz an der Oberfläche wechselwirkt. Er wird absorbiert. Und hier haben wir mal so ein Beispiel vom Metall aufgezeigt. Wir bilden sehr kurzfristig ein Schmelzbad an der Oberfläche auf den ersten paar Mikrometern. Wenn wir mit UV-Lasern arbeiten, sind das Nanometer. Wir ablatieren dann ein bisschen Material, wir tragen es ab und dann bildet sich vor der Oberfläche wieder ein sogenanntes Plasma. Das heißt, man sieht das Leuchten des Laserprozesses anhand des Plasmas, das an der Oberfläche entsteht. Und die Kontaminationen werden über die Schockwelle dann abgetragen und je nach Atmosphäre kriegen wir dann Oxidation oder Reduzierung der Oxide. Dafür müssen wir den Laser über die Oberfläche führen. Typischerweise wird das bei IR-Lasern über gepulste Punkte gemacht, die über die Oberfläche mit einem Scanner gescannt werden. Das können wir mehrfach machen und damit die Wechselwirkung mit der Oberfläche über Mehrfachbehandlung eben auch kontrollieren. Vorteile der Laserhandlung sind wirklich, ich habe einen Reinigungsprozess, der ohne Zusatzmedien funktioniert. Die Kontaminationen werden entfernt und ich habe keinen direkten Kontakt, es sei denn, ich nutze so ein Handaufsetzgerät, wo ich mit den Rollen über die Oberfläche fahre. Das nutzen wir zum Beispiel zur Formreinigung. Eine geräuscharme Technologie, die man mit einer Absaugung koppeln muss und die dann auch wirklich sauber ist. Hohe Reproduzierbarkeit und Prozessüberwachung ist über den Laserprozess sehr gut möglich. Man kann es an Roboter koppeln, das haben wir also schon häufiger realisiert und in die Fertigung sehr schön überführen. Wichtig ist dabei, achten Sie darauf, ein Laser erfordert einen Lasersicherheitsbeauftragten typischerweise, es sei denn, die ganze Kammer ist stark gekapselt, aber man muss immer darauf achten, ein Laser, insbesondere der Laser Klasse 4, erfordert auch ein bisschen Maßnahmen in der Arbeitssicherheit. Davor muss man
Das muss man immer berücksichtigen, wenn man sich so einen Laser ins Haus holt. Wir haben sehr viel in den letzten Jahren auf Metallen gearbeitet, insbesondere auf Aluminium, aber auch Magnesium. Wir können dann durch die Vorbehandlung auf dem Metall, durch die Laservorbehandlung, Oberflächen nicht nur besser klebbar machen, wir können sie nicht nur sauber machen, sondern wir können sie auch langzeitstabil machen. Weil der Laser das Metall oberflächlich, je nach Parameter, eben auch umschmelzen kann, auf wenigen Mikrometern Wechselwirkungstiefe, und wir dort eben Oxide bilden können, die deutlich stabiler sind als die Oxide, die wir im Ausgangszustand haben. Wir können Druckgussoberflächen so modifizieren, dass sie korrosionsstabiler sind und damit auch unterwanderungsstabiler, und das ohne, dass wir eine Nasschemie brauchen. Wir können das dann auch nur in der Fügenut machen, oder wir können es auf die Fügenut begrenzen und können damit im Prinzip sehr wirtschaftlich Oberflächen vorbehandeln. Hier ist verglichen ein Druckgussbauteil, das mit einem Stahlstempel versehen werden sollte, um zum Beispiel modulare Bauweisen zu ermöglichen. Hier sehen wir den Bereich der Laservorbehandlung. Ohne Vorbehandlung oder mit einer Lösemittelreinigung kriegen Sie auf der Druckgussoberfläche keine Haftung. Das heißt, Sie haben ein vollständig kohäsives Versagen. Und wenn Sie das Ganze dann aber mit einem Laserprozess betrachten, sehen Sie, dass wir sehr, sehr gute Anfangsfestigkeiten haben. Wir haben ein 100% kohäsives Versagen im Klebstoff. Nach Auslagerung nimmt die Festigkeit erwartungsgemäß ab. Wir haben auf einmal nur noch 40% kohäsives Versagen, aber es liegt ganz einfach daran, dass uns jetzt der Stahlstempel unterwandert. Das ist jetzt als Beispiel vielleicht etwas unschön. In der Fertigung haben wir typischerweise auch Aluminium-Aluminium-Klebung oder Aluminium-Polymer-Klebung, und dort haben wir dieses Problem nicht, dass die Festigkeit an der Stahlseite reduziert wird. Wir haben auch die Vorbehandlung von Stahl im Prinzip mit dem Laser schon untersucht und dort auch deutliche Verbesserungen erzielt. Das heißt, für die Vorbehandlung von Gussoberflächen, Druckgussoberflächen, ist das eine sehr, sehr schöne Methode, die wir auch schon häufiger in die Fertigung überführt haben. Wenn wir auf Polymeren arbeiten, sind Infrarotlaser nicht ganz so schön, weil die Wechselwirkung dort manchmal auch zur Zerstörung der Polymere führt. Wenn wir dort mit UV-Lasern arbeiten, haben wir eine sehr viel geringere Wechselwirkungstiefe von wenigen Nanometern dann nur noch. Und wir können mit sehr kurzen Pulsen von 25 Nanosekunden, auch hohe Flächenraten im Bereich von 20 Quadratmeter pro Stunde erreichen mit unserem Laborsystem. Große Systeme sind dann noch viel, viel schneller. Was wir dann machen ist, wir scannen dann die Oberfläche unserer UV-Laser ab. Der hat so ein Leistungsprofil, das typischerweise von 25 mm mal 12 mm geht. Das homogenisieren wir dann durch eine Maske, damit wir gleichmäßigere Bedingungen haben während des Prozesses, und rastern dann Oberflächen auch mit diesen Laserpulsen einfach ab. Das ist einmal hier kurz dargestellt. Hier behandeln wir einmal eine Lackoberfläche, um danach dann eine Wiederlackierung durchzuführen. Das ist ein hydrophober Lack mit Slip-Additiven, der wird gelasert, und danach können wir direkt eine Wiederlackierung machen, obwohl der Lack ursprünglich sehr sich dagegen wehrt, lackiert zu werden. Wir sehen hier die Vorbehandlung eines CFK-Musterbauteils mit Versteifungselementen. Was Sie sehen, wie schön im Prinzip der Laser sowohl an der Oberkante des Stringers wie auch an der Unterkante vorbehandeln kann. An den Flanken wird das nicht funktionieren, aber wir tragen dort Material ab, sehr wenig, und Sie sehen hier das charakteristische Leuchten des Lasers auf der Oberfläche, das dadurch kommt, dass wir dort im Prinzip Abtrag haben, Wechselwirkung haben und damit im Prinzip die Oberfläche reinigen. Sie sehen auch, wie die Partikel dort im Prinzip nach oben abgesaugt werden. Was haben wir dort für Ergebnisse? Hier wieder auf kontaminierten CFK-Oberflächen. An die XPS-Analysen haben Sie sich hoffentlich inzwischen schon gewöhnt. Was Sie da sehen ist, in Atmosphären, Atomprozent, die Siliziumkontamination lag im Ausgangszustand bei 10,7 plus minus 1,5%. Wenn wir das Ganze korundstrahlen, dieses Bild sehen Sie hier, können wir zwar Kontamination abtragen, sehen aber auch, dass Sie zwischen gesäuberter Oberfläche und zerstörter Oberfläche der Freilegung von den Fasern beim klassischen Korundstrahlen, nicht beim Vakuumsaugstrahlen, wo wir weniger Energie haben in den Partikeln, sehen Sie, dass Sie dort im Prinzip immer noch Rückstände auch vom Siliziumlokal haben. Das wird teilweise eingearbeitet. Der Abtrag ist hier beim Korundstrahlen, beim Druckluftstrahlen nicht homogen und auch nicht vollständig. In der Laserbehandlung kommen wir von 10,7% auf 0,2 Atomprozent runter. Das ist quasi nichts. Das liegt einfach daran, dass der UV-Laser die Oberfläche nanometerweise abträgt. Je nach Leistung, je nach Parameter haben wir so Abtragsraten von 10 Nanometern pro Puls und können damit Stück für Stück die Oberfläche reinigen. Und haben hier in diesem Lichtmikroskopiebild eben keine Freilegung der Fasern, die uns wiederum dann hilft, höher festere Verbindungen zu erzeugen. Das Ganze können wir auch sehr schön in den Benetzungseigenschaften darstellen. Hier wird auch der Aerosol-Wetting-Test wieder passen, dass wir sagen, wir kommen von einer kontaminierten Oberfläche mit niedrigen Oberflächenenergien, mit einer schlechten Benetzung, über die Korundoberfläche, die stark aufgeraut ist, hin zu einer gut benetzbaren Oberfläche nach der Laserbehandlung. Frage ist nun, wie kommen wir dahin, dass wir auch diese Laserprozesse direkt monitoren können? Und Sie erinnern sich vielleicht an diese leuchtenden Bilder, den leuchtenden Laser an der Oberfläche, die ich Ihnen gezeigt habe.
Sie können Laserbehandlung direkt mit dem Auge sehen. Hier haben wir mal ein Beispiel einer lackierten Oberfläche, die entlackt wird mit dem Laser. Sie sehen sehr schön, wie die Absorption oder die Wechselwirkung sich ändert über den Grad der Rückstände auf den Oberflächen. Das heißt, der Laser wechselwirkt mit dem Kontamination. Die Kontaminationen führen zu einem Leuchten. Das Leuchten ist charakteristisch für die Menge und auch für die Art der Kontamination. Das heißt, wir können den Laser nutzen, um optische Emissionsspektroskopie zu machen. Und wie das geschieht, erfahren Sie direkt jetzt. Genau, dieses grundlegende Prinzip macht sich die laserinduzierte Plasmaspektroskopie zu nutzen. Bei dieser Methode wird ein hochenergetischer Laser in kurzen Pulsen auf die Oberfläche fokussiert. Dort bildet sich ein Plasma, in dem oberflächennahe Spezies verdampft und angeregt werden. Bei der anschließenden Relaxation kommt es zur Aussendung elementspezifischer Strahlung. Die wird über ein hochauflösendes Spektrometer detektiert. Es wird ein Spektrum ausgegeben, welches dann anschließend am PC ausgewertet werden kann. Aus diesem Spektrum bekommen wir Informationen über die Materialzusammensetzung und möglicherweise vorhandene Oberflächenkontamination. Und wir können über die Bildung von Peakflächenverhältnissen auch Quantifizierung vornehmen. Das heißt, wir können herausfinden, wie viel einer bestimmten Kontamination ist auf der Oberfläche vorhanden. Das LIPS eignet sich also im gewissen Maße zur Elementanalytik. Wir können die elementare Oberflächenzusammensetzung von vielen, vielen unterschiedlichen Materialien, zum Beispiel von Metallen, Kunststoffen und auch von Verbundwerkstoffen bestimmen. Wir können dabei viele Elemente detektieren. Alles, was in diesem Periodensystem grün unterlegt ist, ist mittels LIPS möglich. Wir haben also eine oberflächensensitive Methode zur Qualitätssicherung zur Verfügung stehen. Wir können Kontamination detektieren und auch quantifizieren, nachdem wir eine entsprechende Kalibrierung vorab durchgeführt haben. Und wir können auch Vorbehandlungen nachweisen, zum Beispiel aufgebrachte Schichten, wie zum Beispiel dünne Konversionsschichten oder auch Nanopartikel, die beispielsweise durch Plasmaverfahren auf die Oberfläche aufgebracht werden. Dazu habe ich noch ein Anwendungsbeispiel mitgebracht. Hier in diesem konkreten Fall ging es darum, eine Reinigungskontrolle auf CFK durchzuführen. Das CFK wurde gegen ein siliziumhaltiges Trennmittel entformt. Und hier unten rechts sieht man entsprechende LIPS-Spektren. Hier unten in schwarz das LIPS-Spektrum einer sauberen CFK-Referenz, wo halt hauptsächlich dieser Kohlenstoffpeak bei 247 Nanometer dominiert. Dann hier oben in rot das Spektrum einer CFK-Probe, welches noch Trennmittel enthält. Und da sieht man ganz deutlich bei 288 Nanometer den Siliziumpeak, der halt vom Trennmittel stammt. Für diese Versuche haben wir eine ganze Reihe an Proben hergestellt. Hier unten sieht man einmal die Referenzprobe, die sauber ist. Auf der Oberfläche ist kein Silizium vorhanden. Hier unten sieht man den Siliziumanteil in Atomprozent, so wie man es aus dem XPS ausgegeben bekommt. Und hier oben mit ungefähr 11 Atomprozent Silizium eine kontaminierte Oberfläche. Dann wurde eine Oberflächenvorbehandlung in unterschiedlich starken Abstufungen durchgeführt und XPS-Messungen durchgeführt, sowie auch LIPS-Messungen. Und anhand der Bildung des Silizium-zu-Kohlenstoff-Verhältnisses aus den LIPS-Spektren kann man sehen, dass LIPS-Ergebnisse sehr gut mit den im XPS gemessenen Ergebnissen korrelieren. Das bedeutet, dass wir selbst geringe Rückstände des Siliziums an der Oberfläche zuverlässig mit dem LIPS detektieren können. Wir erhalten durch das LIPS ein sehr schnelles Messergebnis. So eine Messung dauert in etwa eine Sekunde. Und wir können das Verfahren inline-fähig anwenden. Wir können es in den Prozess integrieren und somit als eine Rückkopplung mit der Vorbehandlung ermöglichen. Ich glaube, das war meine letzte Folie. Wir sind am Ende. Mehr wollten wir Ihnen heute erstmal nicht zumuten. Genau, und ich denke, Sie haben viel Information gekriegt. Jetzt die Möglichkeit, uns mit Fragen zu löchern. Genau, das hat auch geklappt. Ich bin ein bisschen im Off jetzt. Ich passe nicht mehr in das Kamerabild mit rein, aber ich hoffe, Sie verstehen mich einigermaßen. Nee, bleibt ihr da mal sitzen, weil ihr müsst das beantworten. Das heißt, Sie müssen mit mir jetzt aus dem Off leben. Wir haben eine Menge an Fragen bekommen. Ich würde die jetzt versuchen, entsprechend vorzustellen, durchzugehen. Wenn es weitere Nachfragen dazu gibt, die nicht richtig beantwortet wurden oder sie von mir nicht richtig erklärt wurden, dann bitte nochmal schriftlich nachhaken. Wir fangen mal mit der ersten Frage an, wo es um die Frage der Plasmaaktivierung bei metallischen Oberflächen geht. Wo macht es dort Sinn? Eine Feinstreinigung erfolgt vermutlich, die Frage ist aber, eine Aktivierung ist ja entsprechend nicht möglich. Aktivierung von Metallen nicht
Nein, eigentlich nicht. Man aktiviert Metalle nicht, man oxidiert sie. Das heißt, wir können mit dem Plasma eine leichte Passivierung erreichen. Wir erhöhen das Oxid dann um wenige Nanometer, wenn wir das Plasma behandeln. Was wir aber machen, ist, wir machen im Prinzip genau den umgekehrten Prozess. Wir reduzieren Oxide, indem wir zum Beispiel dann Stickstoff-Wasserstoff-Plasmen nehmen. Das haben wir sehr erfolgreich auf Kupfer im Prinzip implementiert, dass wir Kupferkontakte mit Stickstoff-Wasserstoff-Plasma reinigen, um dort verbesserte Adhäsion zu erreichen, indem wir die nativen Oxide, die Oxide, die über die Lagerung entstehen, auf Kupfer, auf Silberoberflächen in der Elektronik durch Atmosphärendruckplasma und Stickstoff-Wasserstoff entfernen und dann im Prinzip besser klebbare Oberflächen machen. Außer der Oxidation können Sie dann im Prinzip mit Druckluftplasmen auf Metallen nicht direkt eine Aktivierung erreichen, weil Metalle an sich im sauren Zustand meist auch schon sehr gut benetzen. Okay. Eine weitere Frage, wenn wir bei der Oberflächenvorbehandlung bleiben. Ich guck mal eben, ob das eine Anmerkung zu der war. Nein, mache ich aber mit auf. Fingerabdrücke auf Messingteilen ist eine sehr geringe Losgröße. Wie entferne ich die am besten bei möglichst natürlich geringen Hardware-Einsatz? Die Frage ist ja nun, ist das nur noch ein Fingerabdruck? Fingerabdruck setzt sich ja zusammen aus Salzen und Fetten, sage ich mal. Mit Plasma kommen Sie da nicht weiter, da kriegen Sie die Fette weg, aber die Salze nicht. Mit CO2-Schnee könnte man das probieren und eine Reinigung machen. Laser halte ich dort eben für überdimensioniert. Die Frage ist halt aber auch, was ist mit dem Messing passiert oder den Fingerabdrücken? Sind dort im Prinzip schon Alterungsprozesse im Gange, die nicht nur eine Reinigung benötigen, sondern auch noch eine Vorbehandlung? Das muss man dann eben klären, ob die Fingerabdrücke dort an dem Messing schon was verändert haben, dass sie dort im Prinzip dann Korrosion, in dem Sinne Alterung im Prinzip schon haben. Da müsste man gucken, wie es da aussieht. Ansonsten mit CO2-Schnee könnte man Fingerabdrücke ganz gut entfernen. Das haben wir auch schon getestet. Das wäre eine einfache Methode. Genau. Dieses dann gereinigte Teil soll mit einem Kristallglas verklebt werden. Und da natürlich die Frage, wie gehe ich bei dem Glas vor hinsichtlich der Reinigung? Auch da immer die Frage, die Reinigung muss so gut sein, wie das, was Sie an Kontamination drauf haben. Das weiß ich jetzt nicht genau, was Sie dort an dem Kristallglas an Kontamination vorliegen haben, welche Sie aus den Fertigungsprozessen dort eben zulassen oder Ihre Zulieferer zulassen. Generell haben wir Vorbehandlung von Glasklebung eben auch untersucht und haben dort sehr gute Ergebnisse auch durch CO2-Schnee, durch Atmosphärenplasma eben erreicht. Bei Gläsern muss man ein bisschen aufpassen, dass man dort nicht je nach Größe irgendwie Stress auch einbringt durch den Prozess, durch Kälte oder durch auch Wärme im Plasmaprozess. Das heißt, wir müssen dort ganz klar gucken, wie groß ist das Glas, wie ist der Wärmeeintrag, welche Kontamination liegt vor. Aber CO2-Schnee könnte auch hier helfen oder Atmosphärenplasma, je nachdem, was drauf ist. Alles klar. So, dann mal ein bisschen Themenwechsel. Frage zur Aerosolbenetzungsprüfung, zum Bondinspekt. Die Frage, wie sieht es aus mit senkrechten Flächen? Kann ich überhaupt an senkrechten Flächen messen? Und hat die Gravitation, die Schwerkraft einen Einfluss auf die Tropfenform oder auf die Messung an sich? Also generell, wir fahren ja mit einem Abstand von ca. 10 cm über die Oberfläche und der Roboter-Messkopf ist schwenkbar. Das Aerosol wird mit einem gewissen Druck auf die Oberfläche gebracht, sodass sich auch an senkrechten Oberflächen Tröpfchen ausbilden. Was für einen Einfluss die Schwerkraft hat, das müsste man tatsächlich im Einzelfall herausfinden. Das Tröpfchenbild sollte aber reproduzierbar sein, sodass wenn man erstmal eine gute Probe eingeteacht hat, so sehen die Tröpfchen bei einer guten Probe aus, dann sollte es auch möglich sein, Verunreinigungen wie einen Fingerabdruck oder halt auch Verbesserungen in den Benetzungseigenschaften wie eine Plasmaaktivierung dort problemlos abzubilden. Genau, also ich weiß das auch vor ein paar Jahren sind mal, ich weiß nicht, war das noch mit euch zusammen auch Tests sogar, haben wir versucht über Kopf. Ja. Wenn der Wassertank entsprechend ausgelegt ist, dass dann sozusagen noch Wasser angesogen werden soll, funktioniert das eigentlich auch sehr, sehr gut. Also natürlich muss man sich das immer von jeweiligen Prozessen. Genau, muss man im Einzelfall schauen, aber in dem Video hat man das ja auch gesehen, dass direkt im Nachgang an das Aufbringen des Aerosols das Kamerabild aufgenommen wird. Also dazwischen vergeht gar nicht viel Zeit, sodass die Tröpfchen Zeit hätten, runterzulaufen. Und dann muss man auch noch dazu sagen, dieser Sprühnebel ist erstmal justierbar, also die Stärke, wie fein dieser Sprühnebel ist, beziehungsweise die Durchflussrate des Wassers kann angepasst werden. Und es ist wirklich ein sehr, sehr feiner Sprühnebel, der eigentlich nicht großartig verläuft. Genau, und der halt dadurch auch sehr schnell rücktrocknet. Zur Aerosolbenetzungsprüfung die Frage hinsichtlich der Zugänglichkeit. Also geht es nur für große Flächen? Komme ich an komplexe Flächen dran? Und das hatten wir gerade eben schon mal so ein bisschen schriftlich hier diskutiert.
Anwendungsbeispiel wäre zum Beispiel eine gefräste Nut mit einer 5 mm Tiefe und 3 mm Breite. Ist die Frage, von meinem Bauchgefühl ist das so die Grenze, aber vielleicht kannst du mal allgemein was zur Zugänglichkeit sagen. Genau, ganz allgemein, man hat ja diesen Messkopf gesehen und bezüglich der Zugänglichkeit muss man halt schauen, wenn man eine größere Spalte hat, wo das Aerosol problemlos reinkommt, dann geht das. Ursprünglich wurde der Messkopf aber tatsächlich dafür ausgelegt, um die Überprüfung großer Bauteile zu realisieren. Und bei kleinen Messflächen, also wir haben schon mal so einmal 1 cm hinbekommen, das hat noch ganz gut geklappt, weil man für eine statistische Auswertung halt eine gewisse Anzahl an auszuwertenden Tröpfchen benötigt. Bei so kleinen Spalten würde ich aber sagen, kommt man ans Limit, kann man aber im Einzelfall dann immer prüfen. Genau. Also wir haben ein System entsprechend hier, das heißt, wenn das mal interessant ist, sich ein solches Bauteil anzugucken, Sie sehen die Kontaktdaten von der Frau Schlag zu der prozessintegrierten Analytik, Sie direkt kontaktieren und vielleicht einfach mal einen Versuch dann entsprechend abstimmen. Genau. So, schwenk wieder zur Oberflächenvorbehandlung. Die Frage, gerade reingekommen, zum Thema Vakuumsaugstrahlen. Welche Strahlmittel kann man auf Kunststoffen verwenden? Was ist bei Metall möglich? Auch auf Metall möglich? Wenn nein, wieso? Was sind die Grenzen? Kannst du auch sonst mal gegen? Ja, kann ich, guck ich mal rein. Also wie gesagt, typischerweise, wenn wir Polymere strahlen, können wir auch gerne mit Polymerstrahlmitteln arbeiten. Wir haben dort qualifizierte Polymerstrahlmittel von unseren Partnern qualifiziert, als dass sie im Luftfahrtbereich zum Beispiel zugelassen sind. Da arbeiten wir teilweise mit Urea-Harzen. Im Endeffekt können Sie beim Strahlprozess alles das verwenden, was Ihre Oberfläche verkraftet. Wir haben auch schon Versuche gemacht mit Nussschalen, mit organischen Strahlmitteln. Wir strahlen zum Beispiel auch wirklich mit ganz skurrilen Stoffen. Es hängt immer davon ab, was wir dort erreichen wollen. Sie können beim Strahlprozess auch Materialien gezielt übertragen. Das ist so eine Art Haftvermittlung, die Sie dort eben aufbringen können. Vakuumsaugstrahlen haben wir sehr wohl eben auch schon auf Metallen gemacht. Sie müssen halt nur berücksichtigen, dass beim Vakuumsaugstrahlen die Druckdifferenz gegenüber dem klassischen Strahlen deutlich niedriger ist. Klassische Strahlprozesse sind so im Bereich von 2 bar und mehr. Das heißt, die Beschleunigung des Strahlmittels ist beim Vakuumsaugstrahlen geringer. Das heißt, die Abtragsleistung ist geringer, damit auch das Risiko der Substratschädigung. Das heißt, sie sind dann irgendwann im Bereich, wo sie dann in die Prozesszeit gehen. Was wir auf Polymeren da gezeigt haben, wie gesagt, da haben wir sehr, sehr gute Flächenraten. Aber auf Metallen kann man das eben auch machen, auch zur Entschichtung. Man muss eben nur gucken, dass der Impact der Strahlpartikel geringer ist, weil wir dort mit geringeren Druckdifferenzen arbeiten. Okay, noch eine Frage zur Streulichtmesstechnik. Da die Frage, gibt es die Möglichkeit sozusagen, also wie weit komme ich runter, wo ist die Grenze? Hinsichtlich RZ-Werten passt ganz gut, weil das haben wir gestern noch diskutiert. Und gibt es eine direkte Korrelation zu RZ-Werten, beziehungsweise wie geht man entsprechend vor? Genau, also diese Streulichtkenngrößen sind tatsächlich ganz spezielle Streulichtkenngrößen. Die haben keine ganz direkte Korrelation zu solchen RZRA-Werten, die man zum Beispiel aus laserkonfokalmikroskopischen Messungen kennt. Also man kann so grob sagen, mit dieser Messtechnik kann man die Mikrostruktur eines Bauteils und auch so ein bisschen deren Form, so Wölbung und so weiter abbilden. Wenn es da so um Grenzwerte von Mikro- zu Nanostruktur geht, da muss man es tatsächlich im Einzelfall testen. Auch da können wir jederzeit gerne Testmessungen durchführen, um das rauszufinden. Wir haben dieses Gerät bei uns stehen unter einem Verfahrtisch. Wir können es aber auch an den Roboter adaptieren, wie man es in dem Video gesehen hat. Wenn man sich da nicht ganz sicher ist und das so Übergangsgrößen sind, dann kann man es testen. Ansonsten eher für die Mikrostruktur. Genau. Also eine direkte, man kann nicht sagen, ein bestimmter Akkuwert korreliert jetzt für ein individuelles Material zu einem RZ-Wert. Mhm. Wir haben es damals für das Vakuum-Saugstrahlen aufgemacht, haben da eine Korrelation für das Material und die Oberflächenvorbehandlung hinbekommen. Entsprechend spezifisch, aber grundsätzlich ist das genau richtig. Man muss sich das angucken, weil man nicht direkt diese RZ-Werte daraus abbilden kann. So, jetzt muss ich hier mein Dokument organisieren. Noch die Frage, was gibt es noch an einfachen, extrem einfachen Möglichkeiten, um Oberflächen im Wareneingang oder im Prozess zu überprüfen? Also ist immer eine gute Frage, weil wir jetzt ja sehr viel über die prozessintegrierten, vollautomatisierten Lösungen auch extra gesprochen. Mhm. Vielleicht noch eben so ein kurzer Überblick, welche Möglichkeiten es denn gibt. Ich vermute, dass es so gemeint ist, das auch händisch vorzunehmen oder eben so einen Quick-Check dann entsprechend zu machen. Meinen Water-Break-Test hast du ja schon vorgestellt.
Aber es gibt ja eben noch weitere Möglichkeiten. Genau. Also ganz grundsätzlich gibt es viele Messgeräte auch als einfache Handgeräte und da kommt es immer tatsächlich darauf an, was man überprüfen möchte. Also zum Beispiel möchte man auch mit Metallen eine Ölbelebung überprüfen. Dann gibt es sowas wie die laserinduzierte Fluoreszenz. Das gibt es sowohl als prozessintegrierbares Gerät auch als Handgerät. Genauso wie wenn man eine Benetzbarkeit der Oberfläche überprüfen möchte, da kann man einerseits den Aerosol-Wetting-Test nehmen, andererseits gibt es das auch, wir nennen es Tröpfchenschleuder als Handgerät, wo halt ähnlich der Kontaktwinkelmessung einzelne Tröpfchen auf dem Bauteil appliziert werden und sich da sehr schnell und punktuell der Kontaktwinkel angeschaut wird. Also da muss man tatsächlich gucken, welches Bauteil ist das, also welcher Grundwerkstoff und welche Kontaminationen erwarte ich? Möchte ich eine punktuelle Überprüfung, dann genügt mir ein einzelner Kontaktwinkel oder brauche ich tatsächlich eine großflächigere Methode? Kann man leider so nicht verallgemeinern, aber um das mal zusammenzufassen, gibt es halt viele Geräte auch als kleine Handgeräte für Vorabuntersuchungen. Genau. Sonst, wenn Sie eine konkrete Frage haben, vielleicht noch mal einmal schnell über den Chat das konkrete Beispiel oder sonst auch im Nachgang gerne an uns wenden. Und Testtinten sind halt auch zulässig. Als ja. Prozessbegleitung kann man auch mit Testtinten direkt im Prinzip Benetzungseigenschaften prüfen, wenn das Ihre Fragestellung ist. Da würde ich aber immer ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht den Pinsel direkt aus der Flüssigkeit rauszieht, sondern einfach mal einen Q-Tip nimmt und die Kontamination der Flüssigkeit vermeidet. Das wird immer gern falsch gemacht und dann ändern sich die Eigenschaften der Testtinten über die Nutzungsdauer und man kontaminiert eher mehr, als dass man prüft. Aber es gibt viele Methoden und manchmal hilft es so einfach mal mit dem Zulieferer zu reden, sich die Bauteile vielleicht auch mal anzugucken und mal ein Gefühl zu kriegen, was ist eine gute Oberfläche, was ist eine schlechte Oberfläche. Manchmal sieht man Probleme auch schon im Auge bei ganz skurrilen Fällen. Okay, dann sind wir hier mit den Fragen soweit durch, sind auch perfekt in der Zeit. Das heißt, ich würde mich wieder zurückziehen. Ihr dürft noch ein paar letzte Worte finden und dann sind wir hiermit soweit durch. Von mir nur nochmal aus dem Off der Hinweis für das nächste Webinar am, ich gucke auf meinen Zettel, 27.11. 14 bis 15 Uhr, Fertigungstechnik von Mikroprozessen bis zur Großstruktur. Und jetzt dürft ihr noch einmal die letzten Worte entsprechen. Berühmte letzten Worte. Genau. Da habe ich jetzt ja gar nicht drauf vorbereitet. Nee, dann bedanken wir uns einfach nochmal für die Aufmerksamkeit und für das Interesse. Und wenn es im Nachgang Fragen gibt, sind hier unsere Kontaktdaten und dann können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren. Alles klar. Ja? Tschüss. Gut, tschüss.